Also mein Name ist Paula Trunk und ich bin 20 und ich komme aus Dornbirn und habe maturiert im vergangenen Frühlingssommer und wollte aber noch ins Ausland und mal was anderes machen und nicht gleich nach der Schule wieder studieren, dass es halt gleich wieder lernen. Ich wollte halt eine Pause eigentlich und bin dann auf Kapstadt gekommen und dadurch bin ich dann über ein soziales Projekt 2 Monate nach Kapstadt und habe dort in einem Township gearbeitet. Also ich habe eigentlich im Internet nachgeschaut und halt mit Freunden geredet und eine gute Freundin hat mir dann eine Homepage im Internet gesagt, die heißt U2 Africa. Also mir hat die Stadt extrem gut gefallen. Es war eigentlich die schönste Stadt, in der ich bisher war. Noch besser, wie ich es mir vorgestellt habe, weil sie eigentlich alles bietet und alles hat, was man sich vorstellen kann. Und ich bin ja auch nur angegangen, aber man lernt innerhalb von den ersten 2-3 Tagen schon so viele Leute kennen, weil das so Projekte eigentlich fast jeder nur macht. Ich war jetzt hier nur 2 Monate dort und also ein Touristenvisum, du brauchst ja ein Visum, das gilt 3 Monate lang und das kriegt eigentlich jeder bei der Einreise. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, man kann sich anmelden für was man will. Ich habe mich für Kindergarten angemeldet und dadurch habe ich am Vormittag in einem Kindergarten mitgeholfen in einem Township und am Nachmittag war ich in so einem Projekt, das hat After School Care geheißen, da sind 6- bis 12-Jährige gekommen, die nach der Schule nicht heimgehen können haben, aus verschiedenen Gründen und mit denen haben wir dann Hausaufgaben gemacht oder eine Bücher vorgelesen. Einfach reingehen und sich das anschauen und versuchen, sich selber, es liegt natürlich an dir, ob du Leute kennenlernst oder nicht, aber ich glaube, wenn du das willst, dann fühlst dich da ziemlich schnell wohl und hast ein Umfeld und ja, einfach machen.